schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Ich hoffe zumindest, dass es hier gleich Geschwätzblitz geben wird, denn ich habe schon nebenbei euren Chat gelesen und sehe, dass es da wohl anscheinend gerade Problemchen gibt und keine Challenges geäußert werden können. Das Ganze sieht bei mir leider auch so aus. Wenn ich hier einmal schaue, dann steht hier auch keine Challenges zurzeit. Also ich vermute, da gibt es irgendwie gerade Problemchen. Ich habe auch schon versucht, jemanden zu erreichen. Leider erfolglos. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir machen. Vielleicht können wir auch improvisieren. Ich kann zum Beispiel schauen, ob ich generell spielen kann. Und das würde ich dann einfach für euch kommentieren. Dann wäre es zwar ein ziemlich großer Zufall, wenn ich dann gegen euch gelost werde. Aber das können wir auf jeden Fall mal probieren. Sonst wäre das ja witzlos, wenn ich jetzt einfach nur 1,5 Stunden quatsche. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, da können wir so eine kleine Frage-Antwort-Stunde machen. Aber eigentlich haben wir uns ja alle aufs Spielen gefreut. Ich kann mal schauen, ob ich hier ganz normal in die Playzone gehen kann. Guck mal, Spiel gegen Menschen. 5 Minuten. Ah, es sieht auch nicht so aus, als ob hier jemand gefunden wird. Ihr habt es auch schon probiert. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich könnte versuchen, gegen Computer zu spielen, alternativ. Auch wenn das wahrscheinlich für mich dann eher witzlos ist. Ja, wobei, die sind ja auch unterschiedlich stark. Aber okay, ich vertraue euch da mal. Ihr habt die Lobby anscheinend ja auch schon getestet und das funktioniert nicht. Blindschach. Ja, das können wir natürlich machen. Da müsste ich nur überlegen, wie wir das jetzt optimal umsetzen, weil irgendjemand muss es ja kontrollieren. Ich denke da mal noch drüber nach. Eieiei, ich sehe schon, das wird hier ganz schön schwierig, wenn denn jeder einen anderen Zug schreibt. Dann kriege ich, glaube ich, hier komplett Problemchen. Okay, mal schauen, ob ich gegen Computer spielen kann. Was ist denn da? Ich habe da gar keine Erfahrung mit gegen Computer hier auf Chess24. Was wäre denn da eine angemessene Spielstärke? Aber ich probiere es erstmal, ob es überhaupt funktioniert. Wenn ich hier gegen... Ach nee, 15 Minuten will ich nicht. Ah, 4 Minuten plus 2 Sekunden. Aha, aha. Mal gucken, ob das klappt. Zumindest dreht sich hier so ein Rädchen. Hat sich aber vorhin auch schon. Wenn ich hier in meinem Chat gucke, dann habt ihr, glaube ich, schon eine komplette Partie zu Ende gespielt. Ja, irgendwie Engine funktioniert auch nicht so richtig. Ah, Taktiktrainer, das ist auch noch eine Idee. Das können wir auch noch machen. Ja, das hier mit dem Spielen gegen Engine scheint auch nicht zu funktionieren. Machen wir mal hier abbrechen. Okay, Taktiktrainer. So, Taktiktrainer Klassik starten. Oh nee, es gibt keine Aufgaben mehr. Oh, aber ich sehe Challenges. Liebe Leute, ich sehe Challenges. Es scheint zu funktionieren. Ich nehme jetzt einfach mal hier, es sind noch nicht so viele, deswegen kann ich hier... Ach, aber ich sehe, es sind eh von einem... Alle von CS01. Oh.
Geht aber trotzdem nicht. Ach, ich mache euch mal hier so ein, dass ihr mal sehen könnt, was bei mir so passiert. Dass ihr das nachverfolgen könnt. Also ich hatte hier gerade Challenges, da habe ich mich gefreut. Und das hat aber nicht funktioniert. So, Taktiktrainer hatte ich auch gerade probiert. Hier, über Taktiktrainer. So. Dann wollte ich hier Taktiktrainer Klassik starten. Ihr könnt das ja alles wunderbar verfolgen. Und dann kam aber hier, es gibt keine Aufgaben mehr. Ihr könnt ja auch mal zeitgleich gucken, ob irgendwas funktioniert. Scheint nicht so zu sein. Ich hier weitergehe. Auch nicht so gut. Also okay, ich kann ja noch mal den Taktiktrainer okay. Wisst ihr was? Dann machen wir das wie folgt. Ich öffne ein Brett. Genau, wir können erstens so Frage-Antworten machen und ich werde hier parallel mal ein Brett öffnen. Dann muss ich nur schauen, dass ich das euch reinziehen kann, dass ihr das sehen könnt. Und dann werden wir einfach darüber spielen. Ich glaube, blind, das ist ein bisschen schwierig, weil ich dann ja immer noch im Chat gucken muss. Aber mal gucken, ob ich das hinkriege. Das muss ich jetzt nur hier in das Programm eben noch einfügen. Ich hoffe, das geht, während ich live das Ganze mache. Gebt mir einen Moment. Na, zumindest hätten wir hier ein Brett. Jetzt sehe ich nur, ach doch, den Chat sehe ich. Den könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr habt ihn ja live vor euch. Von daher könnten wir jetzt spielen. Ich muss mir nur überlegen, welche Regeln wir machen. Also ich habe hier erstmal weiß. Ich spiele erstmal E4. So, und jetzt können wir ja sagen, dass ihr euch irgendwie auf einen Zug einigen müsst. Wir können ja auch immer den nehmen, der als erstes geschrieben wird. Also kleine Herausforderung hier. Ihr solltet aber mit Schwarz spielen, weil ich bin weiß. Das ist jetzt so, weil ich das Brett hier, glaube ich, nicht drehen kann. So, also, oh, warte, ich habe versprochen, immer den ersten Zug zu nehmen. Jetzt habe ich hier E5. War, glaube ich, das erste. Okay. So, jetzt muss ich aber auch sehr aufmerksam gucken, dass ich hier dann auch nichts verpasse. So, jetzt seid ihr wieder dran, aber ich glaube, C5 und so, das ist jetzt noch vom ersten Zug. Vielleicht könnt ihr, obwohl die Notation, seht ihr die? Ja. Dann schreibt doch vielleicht einfach immer kurz mit die Zahl dazu, damit ich auch weiß. Ja, okay, stimmt, das ist eine gute Idee. Ich bestimme jemanden, gegen den ich spiele, weil sonst wird es jetzt ein bisschen unübersichtlich. Und deswegen nehme ich auch den, der es vorgeschlagen hat, nämlich Hartz IV. Du bist jetzt mein Gegner. Du musst jetzt erstens E5 spielen. Ich hoffe, das ist okay. Ansonsten können wir auch noch mal neu anfangen. So machen wir das. Ich glaube sonst. Oh, es gehen wohl die Challenges. Moment, da muss ich hier mal kurz wieder umstellen. Lalalala. Ah, okay, nee, das nicht. Was ist denn jetzt hier los? Nee, irgendwie.
Naja, ich gehe einfach mal hier in die andere Ansicht und versuche jetzt hier mal Challenges anzunehmen. Oh ja, das scheint ja hier wirklich zu gehen. Moment, jetzt muss ich mich erstmal wieder organisieren hier. Also, wir gehen einmal in den Zufallsgenerator. Oh, wieso ist denn das jetzt hier so blöd im Hintergrund? Moment. Wobei, eigentlich ist es auch egal. Es ist wichtig, dass ihr das Brett gleich seht und dass ihr den Zufallsgenerator seht, den ich jetzt einmal betätige. So, eine Zahl zwischen 1 und ich nehme mal 20. Generieren, da haben wir die 10. Sehr gut. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, das war Hauke, der ist mir gerade verrutscht. So. Ich versuche dann gleich nochmal das zu reparieren, dass das auch wieder ordentlich ausschaut. Aber zumindest haben wir ein Brett, liebe Freunde. Das ist doch schon mal Grund zur Freude. Dabei sind wir gerade so kreativ geworden. Aber das ist doch schön, dann können wir jetzt hier auch ordentlich spielen. Also, ich versuche es mal mit Königsindisch. Und ja, das sieht nach klassischem Aufbau aus hier für Weiß. Genau, ich werde dann mit E5 vermutlich spielen. Noch hat er die Option, auch mit H3 den Aufbau zu wählen. Oder, oh ja, Läufer E3. Siehst du wohl, da weiß ich jetzt schon gar nicht genau, wie man es macht. Na, im Zweifel wird E5 schon richtig sein. Manchmal ist auch mit C5 besser. D5, frühes D5 hat natürlich den Vorteil, dass ich meinen Springer hier nicht so schnell, nicht so gut nach C6 bringen kann, aber den Nachteil, dass es quasi auch nicht das Tempo mitnimmt, was es mitnimmt, wenn der Springer schon auf C6 steht, sodass ich den jetzt quasi über A6 entwickeln kann. Und ich habe erst A5 gespielt, damit mein Springer da denn nicht vertrieben werden kann mit B4. So habe ich den dann quasi schon einmal befestigt dort. Ja, so, ich muss jetzt mal gucken hier. Ah. Oh, Poker Mokka ist noch in einem früheren Spiel gefangen. Das ist natürlich ungünstig. Kann ich jetzt Springer C5 spielen, wenn er schlägt? Und dann, naja, er möchte seinen Läufer hier bestimmt nicht aufgeben. Genau. So, Springer D2 ist eine typische Idee. Hauke scheint sich hier auszukennen. Dann kann Weiß vielleicht noch mit G4 fortsetzen. Oder vielleicht sogar lange Rochade spielen. Und ich möchte früher oder später auf D5 schlagen. Ich glaube, das mache ich sogar früher, um zu schauen, wie er wieder nimmt. Weil je nachdem, ob mit E oder mit C Bauern hat, habe ich dann halt andere Pläne. Jetzt ist mein Plan, hier B5 durchzusetzen. Weil jetzt ja der C4 nicht mehr steht, da geht das jetzt einfacher. Genau. Aha. Er möchte hier also B4 spielen. Oh, ich würde eigentlich so gern auf E4 schlagen. So, so gerne. Aber ich tendiere auch immer zu so selbstmörderischen Aktionen. B5 war vielleicht auch nicht so schlau, weil B4 jetzt kommt. Die Idee ist, dass er den nicht so gut schlagen kann, weil der Springer ja an den E4 gefesselt ist. Aber B4 funktioniert vielleicht. Und dann, gut, kann ich vielleicht nach A4 gehen. Einmal schlagen und nach A4. Dann könnte vielleicht der B5 hängen. Aber eigentlich so vom Gefühl her müsste das funktionieren, weil
Er auch noch nicht rochiert hat. Aha. Gut, aber das stört mich jetzt nicht, dass ich jetzt hier einen Bauern verloren habe. Dafür habe ich den schwarzfältrigen Läufer bekommen. Und das finde ich aktuell mehr wert. So, Frage ist nur, wie geht's jetzt weiter? Droht irgendwas? Nee, so ganz konkret nicht. Ich spiele mal Springer A5. Obwohl, den muss ich ja gar nicht schlagen. Ich kann dann ja auch, wenn Läufer schlägt H5 kommt, kann ich ja auch Läufer schlägt B5 machen. So, G3. Das habe ich schon vermutet, dass der kommt. Dachte aber, naja, jetzt hat sich Weiß da entsprechend geschwächt. F5 würde ich gern machen. Schlägt, Läufer schlägt, dann G4. Sieht eigentlich so gut aus, aber so ganz funktioniert es vielleicht nicht. Auf jeden Fall muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich möchte es so gern spielen. Kennt ihr das, wenn ihr dann an irgendeinem Zug so ewig überlegt? Ach komm, jetzt hier. Ich werde es bereuen. Ich vermute es schon. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass das taktisch zu rechtfertigen ist. Weil sein König so in der Mitte steht und generell, ich habe das Läuferpaar und dann müsste es eigentlich doch richtig sein, hier im Zentrum zu öffnen. Achso, auf D5 kann ich nicht schlagen, wegen Läufer C4. Das ist schon mal gut zu sehen. Naja, wahrscheinlich war es Quatsch. Was mache ich denn auf G4? Manchmal sollte man vielleicht doch nicht zu sehr nach Gefühl spielen. Naja. Was ist schon eine Figur, ne? So, jetzt habe ich leider keinen Läuferpaar mehr. Aber ich habe hier ein schönes Zentrum. Und vor allen Dingen ist der weiße König hier so schwach. Gut, wenn ich Bauern zähle, habe ich tatsächlich eine glatte Figur weniger. Aber ich bin erstaunlicherweise trotzdem recht optimistisch. Gut, in einer Normalpartie wäre ich das wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja keine Normalpartie. So, ich gehe erstmal hier raus. Der eine Bauer mehr, das stört mich jetzt auch nicht. So, König H8 habe ich gemacht, um erstens meinen Läufer dann besser ziehen zu können und auch um gegebenenfalls auf D5 zu schlagen. So, jetzt versuche ich mir hier für meinen Springer Felder zu machen. Springer G2 ist auch immer unangenehm. Fragt sich nur, wann. Ja, die Frage ist, wie ich jetzt meine Stellung hier weiter verbessere. Turm E8 macht sicherlich irgendwann Sinn, aber seine Springer sind tatsächlich auch ein bisschen unangenehm. Springer schlägt H3 könnte mal eine Drohung sein. Gut, den kann ich theoretisch rausnehmen. Will ich erstmal noch gar nicht. Meine Idee ist jetzt vielleicht Springer D3 zu spielen. Okay, mit dem Springer nehme ich ihn dann schon eher. Und versuche jetzt hier mit den Türmen und mit der Dame. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus.
Seine Figuren sind halt ein bisschen weit weg. Deswegen ist das schwierig hier zu verteidigen. Vor allen Dingen gegen den Turm hier auf der F. Erstmal noch einen Zwischenschach gegeben, damit ich jetzt gleich hier mit Schach schlagen kann. Und jetzt haben wir hier ein Matt. So, das müssen wir gleich nochmal ruhiger anschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Figurenopfer keine grandiose Idee war. Aber erstmal gucke ich nochmal kurz, was ihr so im Chat geschrieben habt. Ah, der ist ja auch ein bisschen verrutscht. Ist denn meine Maus hier? So. Was habt ihr geschrieben? Ja, tatsächlich, die Avatare sind immer noch nicht zu sehen, aber gut, das ist vielleicht jetzt auch nicht erste Priorität. Ich freue mich schon darüber, dass wir spielen können. So, hier wurde gejubelt, dass es funktioniert. Gut. Also große Freude, dass wir spielen können. Und dann schaue ich noch mal kurz auf die Partie. Ach so, warum heute eigentlich Geschwätzblitz ist? Ja, wir versuchen ja einmal die Woche das eigentlich zu machen und letzte Woche ging irgendwie nicht. Letztes Wochenende. Normalerweise machen wir ja immer am Sonntag. Letztes Wochenende. Ach ja, da waren wir in Amsterdam. Und sind erst spät zurückgekommen. Deswegen haben wir gedacht, naja, machen wir es jetzt einmal unter der Woche. Am Samstag ist auch wieder. Und ja, warum auch nicht, ne? Ist ja doch recht viel los. Was mich auf jeden Fall sehr freut. So, jetzt schauen wir nochmal kurz. Also, bis irgendwohin war es noch recht normal. Ich denke auch, dass dieses Bauernopfer hier auch okay ist. Weiß nicht, ob ich es in einer langen Partie spielen würde, weil es ja schon ein Bauer ist, ne? Aber diesen schwarzfeldrigen Läufer, der ist schon einiges wert. Und dafür gibt man dann auch ganz gerne mal einen Bauern. Gut, dann war aber hier ein F5 wahrscheinlich wirklich etwas zu ambitioniert. Weil das Figurenopfer halt. Man hat natürlich Kompensation, ne? Dadurch, dass der weiße König halt hier so in der Mitte steht und auch nicht wirklich gut entfliehen kann. Aber ich denke, es war ein bisschen übertrieben. Naja, schauen wir mal in die nächste Partie. Ich gucke jetzt nur noch mal kurz, ob ich euch das noch mal schön machen kann, dass das wieder hübsch aussieht hier. Okay, hier haben wir den Zufallsgenerator und eigentlich müsste. Das Chess 24. Ist irgendwie komisch, dass das nur so. Ah. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir das und starten einmal den Zufallsgenerator wieder. Diesmal zähle ich von unten und generiere die 1. Oh, sehr schön. Da freue ich mich immer, wenn ich eine geringe Zahl habe, weil sonst hüpfen dann immer so viele dazwischen. Oh nee, wieso kann ich denn hier jetzt nichts? Wieso kann ich nichts annehmen? Liegt das daran, dass ich hier noch in der Partie bin oder was? Ach so, ja, wahrscheinlich. Ich hatte schon Angst. So, das war gerade Cobra. Ach so, nee, es funktioniert immer noch nicht. Was ist hier los? Liebe Freunde, ich sehe euch, aber ich kann euch nicht annehmen. Guckt mal, ihr seht das ja hier, ne? Ich kann hier nicht drauf. Okay. Woran könnte das jetzt liegen? Hatten wir sowas schon mal? Ich kann euch alle ablehnen, aber das bringt hier nichts.
Schade, schade. So, ich gucke mal gerade, was ihr so schreibt. Also anscheinend kann man auch nicht wieder neu challengen. Achso, hier, Henker, Dame schlägt D5, war auch ursprünglich mein Plan, aber das funktioniert nicht wegen Läufer C4 und dann ist meine Dame weg. Naja, aber anscheinend wird ja parallel dran gearbeitet, weil sich ja zumindest schon mal was getan hat. Und ich bin aus der Partie gekommen, da bin ich hier schon einigen voraus. Meint ihr, das bringt was, wenn ich mich auslogge? Okay, dann überbrücken wir das Ganze. Cobra, du wärst ja jetzt quasi dran. Ich hoffe, du hörst mich. Dann spielen wir jetzt hier nochmal. Wir versuchen das einfach immer zu überbrücken. Ja, ich bin. Wo bin ich noch drin? Bin ich noch in der Partie? Oh ja, zurück zur Partie. Play Zone is not available. Ja, was sagt man dazu? Bin ich ja auch gefangen oder was? Schweinerei. Okay, liebe Cobra, lass uns doch einfach wieder hier die Variante von vorhin wählen. Und zwar auf mein Ausweichschachbrett hier zurückgreifen. Ich muss das nur eben mal wiederholen. Genau, und wir probieren das noch mal wie vorhin, dass wir einfach die Züge in den Chat schreiben. Ach so, den Zufallsgenerator brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Gehen wir vielleicht doch mal in das Fenster. Genau. Ja, Cobra war hier gerade derjenige, den ich ausgewählt hatte. Deswegen, wenn er es liest, einfach mal antworten. Ich habe mir hier gerade weiß zugelost. Geht leider nicht anders, weil ich hier das Brett nicht drehen kann. Oder ich versuche es dann kreativ und umzudenken. Aber wir gucken mal. Okay, ihr anderen seid auf jeden Fall schon fleißig am Schreiben, aber ich vermute, fast Cobra hat das nicht so ganz mitbekommen. Also Cobra, wenn du das jetzt hörst, du bist am Zug, du siehst die Stellung quasi über mir und darfst spielen mit Schwarz. Ansonsten wähle ich einen neuen Gegner. Also viel größer kriege ich das Brett hier leider nicht. Ich hoffe, das ist für euch okay. Könnt ihr jetzt hier versuchen, noch ein bisschen rumzubasteln, aber viel größer wird das nicht machbar sein. Okay, dann wähle ich jetzt einfach jemanden anderen von euch aus. Ich nehme jetzt Hartz IV als Gegner, weil er vorhin die Idee hatte, gegen einen zu spielen. Und Hartz IV, du bist am Zug mit Schwarz. Bitte wähle deinen Zug. Ah, C5. Okay. Das nehme ich jetzt einfach mal. Okay, ich spiele Sizilianisch hier. Und gar nicht so einfach zu schauen, dass ich dich hier nicht verpasse. Ansonsten schreib einfach fünfmal deine Züge. Ja, C5 habe ich schon. Also gut, es gibt immer eine kleine Zeitverzögerung noch. Das darf man auch nicht vergessen. Oh Mann, ey. Gut, dass wir uns zu helfen wissen.
Und ihr anderen dürft zwischendurch Fragen stellen. Dann versuche ich noch nebenbei hier Fragen zu beantworten, sodass wir hier noch das Beste draus machen, auf jeden Fall. Okay. Ja, und ich habe die 6 gespielt. Das dauert immer ein bisschen, ehe ihr seht, was ich hier gemacht habe. Ach, oh, stimmt, daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass es für euch ja auch falsch rum ist, das Brett. Sorry. Aber vielleicht könnt ihr das ja bei euch auch nochmal irgendwie aufbauen, wobei das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen lange. Okay, ich leg D4. So. Ja, ich kann versuchen, zu dem Sizilianisch was zu erzählen. Also bisher ist noch nicht ganz klar, was es wird. Es könnte auf jeden Fall Neidorf werden oder es könnte auch klassisch werden. Da gibt es verschiedene Funktionen, Versionen. Nee, wir können uns leider nicht challengen, weil das auch nicht funktioniert. Genau, und bitte nicht ungeduldig werden. Ich sehe oder ich versuche das schon zu sehen, nur es gibt immer eine kleine Zeitverzögerung, deswegen führe ich den Zug für euch immer erst ein bisschen später aus. Okay, ich springe jetzt C6, habe ich gespielt. Ja, vorhin ging es kurz. Und dann ging es nicht mehr. Aber ihr habt bestimmt ein Auge drauf. Und sobald es wieder geht, könnt ihr ja Bescheid geben. A6. So, jetzt haben wir hier. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, was die Bezeichnung davon ist. Es kann auf jeden Fall noch Zugumstellung, glaube ich, in Neidorf werden. Wobei, da spielt man eigentlich nicht so viel Springer C6. Naja, irgendwas wird es schon sein. Ich kenne mich mit den Bezeichnungen dann auch immer nicht so gut aus. JWM möchte auf jeden Fall E5 sehen. Mal gucken, ob wir das hier haben werden. Ach, ich finde das schon okay so. Dann seht ihr zumindest auch immer, welche Züge vorgeschlagen werden. Wenn wir es über Privatnachricht machen, dann muss ich ja noch, ich habe ja jetzt hier gar nicht meine Nachrichtenfenster offen. Ich sehe quasi vor mir. Achso, ziehen muss ich ja auch noch, sorry. Was ist denn das jetzt? Das ist jetzt so eine Art Drachen, ne? Ich sehe ja vor mir das Brett und dann sehe ich noch rechts den Chat. Damit ich auch sehe, was ihr so schreibt, wenn ihr mir Fragen stellt zum Beispiel oder so. Ja, natürlich auch telefonieren. Aber du musst ja auch das Brett denn sehen. Also. Ja, ich bin gar nicht mehr dran hier. Ach, Typograf stoppt wohl zwischendurch oder so. Das ist aber mies, weil mein Zug ja immer später erst bei euch ankommt. Okay, Läufer G7, Rochade. Ja, wir sind hier in irgendwas Witzigem gelandet. So eine Art Drachenaufbau. Nur mit A6 noch eingeschoben. Und ich spiele gegen Drachen immer so eine, ja, so ein ruhigeres System mit kurzer Rochade. Wo ich aber eigentlich meinen Läufer nach G5 stelle. Und dadurch, dass du ja zwischendurch so eine Art Neidorf angetäuscht hast, habe ich den schon nach E3 gestellt. Hast du mich irgendwie ein bisschen ausgetrickst? Nee, 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 keine Beratungspartie hier. So, Springer F6. Was nun? F4 sieht eigentlich logisch aus. Ja, den mache ich auch mal.
Ach, witzig, hier oben steht Nikolas. Spiele ich jetzt hier unter Nikolas? Ich weiß aber gar nicht, was das hier. Live-Chess-Viewer, das nehmen wir immer für unsere Lernstunde. Deswegen hatte ich das hier direkt. Konnte das öffnen. Pre-Move kann ich hier leider nicht machen. Das ist. Oh, aber ich könnte Engine dazu schalten hier unten, aber das würdet ihr dann mitbekommen. Mist, Mist, Mist. So, gerade. Jetzt ist immer die Frage, wo man den Läufer hinstellt. Entweder nach D3 oder nach F3. Ach, der König, das macht eigentlich Sinn, wenn man den nach H1 stellt. Um dann vielleicht mal sogar G4 zu spielen oder auch mal ein Rückzugsfeld hier für den Läufer zu machen. Oh, ich kann hier Pfeile einzeichnen, ne? Haha. Na gut, lasse ich mal, sonst verwirre ich Hartz IV hier noch komplett. B5. Und ich muss natürlich jetzt aufpassen, was ich komme. Ne, B5 mach mal nicht. Der Springer auf C6 hängt hier. Den nehme ich nochmal kurz zurück. Darf's nochmal. Okay, du hast es selber auch gemerkt. Okay, Tommy, 8 machen wir stattdessen. Aber ja, ich sehe ein, das ist auch ein bisschen mies. Ich habe ja gar nicht drüber nachgedacht, dass du das jetzt quasi auch aus falscher Perspektive siehst. Und du hast ja noch meinen Kopf davor. Ach nee, der verschwindet dann, okay. Ja, das nächste Mal können wir hier so eine Fernschachpartie spielen. Da gibt es gerade auf Facebook irgendwie, ich glaube, Niedersachsen gegen Schleswig-Holstein oder so. Die spielen gerade über Facebook eine Fernschachpartie, wenn man so möchte. Und da wird dann immer abgestimmt. Da wird in der Facebook-Timeline dann immer ein Zug vorgeschlagen und dann je nachdem, wie viele Likes der bekommt, der wird dann gespielt. Das ist ganz witzig. Wobei ich mir überlegt habe, man kann ja als feindliche Partei dann theoretisch auch mit abstimmen. Na. Ja, das wird heute eine lange Sitzung. Bisschen ärgerlich, ihr seht jetzt hier ja gar nicht den Chat, worüber ich so lache, aber gut, ihr habt es ja live vor euch. Kann ja mal versuchen, nochmal zu kommentieren, was ich hier gerade gelesen habe. So, ah ja, Springer schlägt D4, fast hätte ich es verpasst. So, dann nehme ich doch mal mit dem Läufer wieder. E5 wäre jetzt vielleicht interessant. Weil mit Tempo. Aber gut, E5 ist halt auch immer ein bisschen riskant. Aber ich glaube, der ist ganz gut. Vor allen Dingen, weil sonst ich zu E5 komme. Aber ich muss aufpassen, dass ich dir jetzt hier nicht alles vorsage, beziehungsweise wahrscheinlich ist es auch störend. Ja, Blitzparty kann man das jetzt nicht so richtig nennen. Aber, ach, Cobra, da bist du ja. Du warst vorhin mein erster Gegner eigentlich, aber ich glaube, das hast du nicht mitbekommen. Vielleicht können wir dich ja als nächstes dran nehmen, wenn die Partie hier irgendwann. Wenn die Partie hier irgendwann weitergeht. Okay. Hä, aber was meint ihr denn mit Brett größer machen? Ich kann das ja nur in die Breite ziehen, aber das hilft euch ja nichts, dann wird es hier ja schwarz. Das haben jetzt aber schon zwei geschrieben, vielleicht könnt ihr da mal noch, aber ihr seht ja eigentlich das Brett über das ganze, den ganzen Bildschirm müsstet ihr eigentlich.
Gebt mir dann mal bitte ein Feedback, ob ihr das auch so seht. Aber wenn ich das hier richtig im Blick habe, habt ihr es ja eigentlich so groß, wie es geht. Ich könnte höchstens versuchen, hier oben den Balken noch wegzukriegen und hier unten was. Aber viel größer wird das nicht gehen. Achso, B5, ich bin dran, sorry. So, jetzt kann ich ja E5 spielen, ne? Turm hängt, Springer hängt. Wie, ich soll jetzt das Brett kleiner machen? Ja, lieber Falkenberg, das ist hier nicht live, also das ist schon live, aber das ist keine Partie auf Chess24. Wir improvisieren hier gerade. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir überhaupt ein Brett haben, weil bei Chess24 funktioniert es gerade nicht. Deswegen habe ich hier so ein Brett von so einem Programm bei mir auf dem PC gestartet und euch das reingezogen. Das ist gar nicht bei Chess24. Deswegen führen wir hier auch gerade so analog die Züge aus und deswegen sind entsprechend keine Elo-Zahlen zu sehen. So, ich hoffe. Oh, warte. Hartz IV hat was geschrieben, aber keinen Zug. Habe ich einen Zug verpasst? Oh ja, ich glaube, du hast nur realisiert, dass hier gerade was eingestellt wurde. Okay. TDL sagt, Hauptsache das Bier schmeckt. Gut, ich habe hier immerhin Wasser. Ist auch nicht schlecht. Nein, hier, wir spielen das schon ruhig fertig. Na gut. Aber nur, weil die Stellung halt wirklich nicht so gut ist, sonst hätte ich dich nicht aufgeben lassen. Ja, B5 war halt nicht so schlau. Ansonsten, wenn du hier, glaube ich, E5 spielst oder so, ist die Stellung halt klar. Ich denke, Weiß steht halt ein bisschen besser, ne? Wie Weiß es halt meistens tut nach der Eröffnung, aber ich glaube, das ist spielbar. Okay, dann nehmen wir jetzt hier mal den nächsten. Okay, eigentlich hätte ich jetzt Cobra drangenommen, weil ich dich ja vorhin ausgelost habe. Du hast aber gesagt, dass dein Chat hängt. Das wird dann vielleicht doch etwas mühsam. Wen nehme ich denn jetzt dran? Ich nehme den dran, der hier als nächstes bei mir im Chat was schreibt. Und das ist Typograf. Lieber Typograf, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Du darfst spielen und ich nehme diesmal auch schwarz, damit es gerecht wird. Ich kann ja jetzt, glaube ich, kein neues Brett aufbauen. Deswegen setze ich einfach mal auf Anfang und gebe dann hier das in die Kommentare ein. Ja, ist natürlich witzig für alle, die jetzt hier dazukommen und denken, das ist immer so. Hier die deutsche Version, ein bisschen stümperhaft. Naja. Nee, wen hatte ich denn jetzt genommen? Ich habe es doch gerade gesagt. Typograf, ja, genau. E4. Ich habe das einfach so gemacht, dass ich geguckt habe, wer als erstes was schreibt. Und da das ja bei euch ein bisschen zeitverzögert ist, war das denn quasi fast wie Zufallsgenerator? Oh, aber Typograf ist auch die Uhr. Da habe ich jetzt wahrscheinlich schlechte Karten. So, Springer C3. Oh, das wird hier vielleicht ein geschlossener. Oh, das ist ja echt schwierig. So verkehrt. Also nochmal Hut ab an Hartz IV. Das ist wirklich schwierig. Könnte jetzt natürlich schauen, ob ich das Brett hier drehen kann, aber das wäre ja dann ein bisschen mies euch gegenüber. Deswegen mache ich das mal nicht. Oh, F4. Ja, und dann wird auch noch sowas gespielt hier.
Was soll ich denn davon halten? Gut, ich stelle mich mal hier mit G6 dagegen. Aber ich weiß, dass ich gegen das System schon häufig, vor allen Dingen in Simultanschach oder so, alt ausgesehen habe, weil das ganz schön gefährlich ist, wenn man es mit Schwarz nicht so richtig kennt. Ne? Ich habe da nur so ein Halbwissen. So, aber das ist halt nicht ausreichend. Und für Weiß ist es, glaube ich, relativ einfach, wenn man halt die eigenen Pläne kennt, was man ja meistens tut. Und ja, kann ich auch dem einen oder anderen empfehlen. Ich glaube, man muss auch nicht so viel Theorie kennen. Und es kann schon giftig sein. Ach so, ja, ich sollte noch dazu sagen, also ich bin schwarz. Vielleicht kann ich das hier irgendwie kennzeichnen. Hab nix. Ich könnte mir einen schwarzen Punkt hier ins Gesicht malen. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht verständlich. Tut sich eigentlich beim Server irgendwas? Ich bin ja froh, dass ihr zumindest noch chatten könnt. Das ist ja auch schon mal was. Oh, Läufer C4. So, entwickelt man jetzt seinen Springer nach H6? Das gibt es auf jeden Fall in irgendwelchen Systemen. Ich weiß aber nicht, ob hier. Ich glaube, ich stelle den nach E7. Vielleicht auch völlig Banane. Aber so habe ich zumindest auch immer noch hier so Ideen mit D5. Und mein Springer steht dann nicht in E5 drin. Das finde ich auch immer unangenehm. Naja, Typograf, du kannst mir ja dann im Nachhinein sagen, ob ich hier völlig Murks gemacht habe. Ah ja, Nico ist gerade in Hannover und dann ab morgen auf dem Weg nach Korsika. Spielt schon wieder ein Turnier. Schweinerei lässt mich hier immer zu Hause sitzen und vergnügt sich in der Weltgeschichte. Ja, so ist das halt, ne? Ja, die Avatare sind heute auch alle weg. Oh, F5, los geht's. Ja, wow. Ja, jetzt wird's ja spannend. Okay, was machen wir jetzt damit? So richtig drohen. Ja, ich überlege gerade an so vielen Sachen. Also D5 funktioniert nicht, weil der hängt. Okay, gesehen. Dann Springer D4 ist auch ein Kandidatenzug. Schlagen bringt wahrscheinlich nicht so viel, aber Springer E7 zum Beispiel könnte ich auch machen, weil danach hängt ja F5. F6 funktioniert denn darauf nicht. Oh, ich mach mal Springer E7 hier. Mal gucken, was du jetzt mit deinem Bauern machst. Oder ob du ihn opferst. Aber Springer E7 bereitet ja tendenziell auch D5 vor. Ja. Okay, Typograf kennt sich anscheinend auch nicht so gut damit aus, aber F5 ist auf jeden Fall interessant. Zeigt schon mal Kampfeswillen. Ist auch so witzig, wie das hier über mir noch die letzte Partie ist. Aber vielleicht kann ich unsere zumindest hier zur Hauptvariante machen. Oh, aber ich kann das hier bewerten. Wenn ich das Gefühl habe, das war ein brillanter Zug, dann kann ich da entsprechende Kommentare einfügen.
Ja, TDL, manchmal läuft es nicht, ne? Manche Tage, da geht irgendwie alles schief, aber da lernen wir hier gleich was fürs Leben, ne? Man versucht dann halt das Beste draus zu machen. Und okay, das ist jetzt hier bestimmt nicht die beste Version des Geschwätzblitzes ever. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, Nebel hatten wir auch. Habe heute Morgen gar nichts gesehen, so richtig. Nur gehofft, dass die Autofahrer wenigstens mich auf meinem Fahrrad sehen. Oh, Typograf, sorry, ich habe deinen Zug übersehen. F schlägt E6. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du den spielst. Jetzt natürlich hier die Frage. FE oder DE? FE hat zum Vorteil, dass ich danach noch D5 spielen kann. Sieht temporär etwas gefährlich aus mit dem König in der Mitte, aber der wird im nächsten rochieren. Und da kannst du mich auch nicht dran hindern. Hoffe ich mal. Deswegen spiele ich den. DE wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen. Dann hätte ich danach vielleicht noch E5 spielen können. Aber dann hänge ich immer so auf dem F7 rum. Gut, hätte dafür das Feld D4 noch ein bisschen besser unter Kontrolle. Aber so gefällt es mir irgendwie besser. Zumindest wenn jetzt nicht ganz konkret irgendwas Unangenehmes geht. Oh nee. Jetzt weiß ich nicht, wie man deinen Namen ausspricht. M-Tech. Du bist heute zum ersten Mal da und siehst leider nicht das, was du sonst sehen würdest. Von daher musst du mindestens noch einmal reinschauen, um zu entscheiden, ob du häufiger kommst, weil heute lässt die Technik uns im Stich und wir müssen hier improvisieren. Das heißt, wir haben eine Partie ohne Uhr, ohne quasi direkter Auslosung, sondern wir geben hier die Züge manuell ein. Aber naja, gibt Schlimmeres, ne? Typograf, nein, lasst mich nicht hängen. An der Donau. Bodensee, wo wohnt ihr denn alle so? Das ist ja schön. Also ich wohne in Braunschweig. Ist auch ganz nett, aber wir haben hier weder großartige Gewässer noch Berge. Aber lässt sich auch aushalten hier. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht den Zug wieder verpasst, vor lauter Lesen eurer Kommentare, aber ich glaube, du überlegst noch. Ja, diesmal kann ich auch keine Elo einstellen. Ich weiß, das letzte Mal war das nicht gegen dich, JWM, wo wir erst einmal gespielt haben und ich habe gewonnen und dann war das hier ungewertet und danach hast du mich fertig gemacht. War das gegen dich, JWM? Weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall. Das war schon ganz schön frech. Oh, Entschuldigung, Typograf, ich habe es verpasst. D3 kam. Dann verpiesel ich mich hier mal schnell, Rochade. Habe ich gelernt. Früh entwickeln, König in Sicherheit bringen, Zentrum besetzen. Kennt ihr hier die 10 goldenen Eröffnungsregeln? Ach, das war gegen Moragambit. Ja, kann sein, stimmt. Ja, wir haben den Ölpersee, das stimmt. Ist auch nicht schlecht. Und wir ziehen jetzt hier auch bald um. Jetzt gerade aktuell wohnen wir noch so ein bisschen außerhalb von Braunschweig. Aber im November ziehen wir um und dann sind wir sogar ein bisschen näher am Ölpersee. Hier, Ziva, nicht verwirren. Immer wenn ich irgendwelche Züge lese, dann denke ich, das kam. Aber
Nee, Tim Tom, wir wissen nicht, warum die Playzone nicht funktioniert. Manchmal gibt es halt so ein bisschen technische Probleme. Zwischendurch ging es, aber jetzt schon seit dann einer halben Stunde auch wieder nicht. Ja, deswegen heute hier so. Ja, 10 Eröffnungsregeln beantworte ich dir gleich. Erstmal versuche ich hier noch was zu spielen. Also D5 könnte eigentlich interessant sein. Springer D4 ist auch immer eine Option. Aber ich glaube, D5 ist eigentlich der prinzipielle hier. Kann mir das irgendwie gefesselt werden? Nö, ich glaube nicht. Genau, die 10 goldenen Eröffnungsregeln. Das war, glaube ich, mein allererstes Video, was ich hier für Chess24 gedreht habe. Und mal schauen, ob ich die noch zusammenbekomme. Also das geht auf jeden Fall um so. Ja, 10 Merkregeln für Anfänger eigentlich. Und ja, warte, das erste ist irgendwie besetze mit deinen Bauern das Zentrum. Zweitens, entwickle deine Leichtfiguren. Drittens, bring den König in Sicherheit oder so. Viertens, ach nee, ich glaube, es sind nur 8 goldene Eröffnungsregeln. Viertens, zieh mit den Figuren irgendwie nur einmal. Fünftens, vielleicht zieht die Dame nicht zu früh oder so. Dann sechstens, auf jeden Fall ist noch achte auf gegnerische Drohungen. Guckt's euch an, gibt's hier auf Chess24. Auf jeden Fall weiß ich noch, okay, ich gucke erstmal kurz, ob hier ein Zug kam, bevor ich hier weiter quatsche. Ah, Läufer B3. So. Könnte D4 spielen, ich kann auf E4 schlagen, ich kann auch erstmal noch abwarten. Springer D4 finde ich eigentlich auch immer schön. Kann auch meinen König wegziehen, dass der hier nicht mehr so drin steht. So, ja, Hartz IV hat auch noch eine Regel zugefügt. Ja, also irgendwie habe ich zwei, glaube ich, vergessen. Da könnt ihr auf jeden Fall euch das nochmal angucken. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, es war ziemlich witzig, weil das so mein erstes Video war. Ich weiß nicht, ob es genau das allererste war oder auf jeden Fall eins der ersten. Und das ist ja mega schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber so ein Video aufnehmen, ne? Jetzt so eine Live-Show, das ist was anderes, weil da. Das ist ja alles wie eine Unterhaltung quasi. Das ist ja nicht so schlimm, wenn ich jetzt mich plötzlich verplappere, dann kann ich das ja direkt korrigieren. Aber so ein Video ist ja dann erstmal so aufgezeichnet und das gucken sich ja dann auch ganz viele an. Und gerade wenn du am Anfang überhaupt noch keine Erfahrung hast, dann willst du es natürlich auch gut machen. Und dann habe ich mich andauernd versprochen und dann musste ich das so oft einsprechen, dass es am Ende so mega auswendig gelernt klang, weil irgendwann konnte ich es ja dann auch auswendig, sodass es dann auch wieder Kacke war. Naja. Okay, ich habe noch keinen Zug gesehen. Deswegen kann ich jetzt hier Fragen beantworten. Von TDL. Ach genau, Türme auf offene Linien könnte noch ein Punkt gewesen sein, ja. Psychologische Frage an mich. Warte, erstmal kommt hier kurz Springer schlägt D4. Oh, schlage ich jetzt mit dem Bauer oder mit dem Läufer? Mal solche Grundsatzentscheidungen hier. Ach, ich schlag meinen Bauern. So, psychologische Frage an mich. Ich kann nur mit Musik lernen. Oh, woran das liegt, dass man nur mit Musik lernen kann? Interessante Frage. Also. Das beantwortet, glaube ich, deine Frage nicht richtig, aber es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Lerntypen. Manche sind so die
visuellen Lerner, die müssen immer die Sachen lesen. Dann andere sind eben, wie heißt das denn, auditive Lerner. Die müssen sich die Sachen immer vorsprechen quasi und merken sie sich dann. Und manche müssen das irgendwie nochmal fühlen. Gut, das geht bei den meisten Sachen ein bisschen schwierig. Aber so gibt es ganz unterschiedliche Lerntypen. Und ich würde sagen, bei dir hilft halt Musik, so wie bei anderen zum Beispiel. Die können besser im Stehen lernen beispielsweise. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das jetzt unbedingt psychologisch ist. Also ich weiß es nicht. Aber ist nichts Ungewöhnliches oder irgendwas, wo du dir Sorgen machen müsstest. Ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Umgebungen, in denen wir am besten lernen können. Und manche brauchen dann halt so auditive Anregung durch Musik beispielsweise. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Springer E2 habe ich übersehen. Okay, was spiele Springer C6 ist eine Idee, aber dann kannst du hier so rausschlagen. Okay, ich nehme mal selber hier. Ich kann auch in der Bib schlecht lernen oder konnte. Ich muss ja jetzt zum Glück gar nicht mehr lernen. Aber das lag eher daran, dass mir da zu viel los war. Also da war ich dann immer abgelenkt von den Leuten, weil da gibt es ja eigentlich immer so was zu gucken, was die anderen so machen. Ich kann am besten zu Hause lernen oder irgendwie im Zug oder. Ja, aber Bibliothek fand ich auch immer nicht so. Witzige Vorschläge. Okay, warte mal. Typo hat anscheinend wieder was geschrieben. Ach nee, das hatte ich inzwischen gesehen, den Springer E2 Vorschlag. Ach ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass es stimulierend sein kann, wenn man nebenbei halt noch Musik hört. Die schlägt E. Eingeloggt. So, ich finde diese Fesselung irgendwie unangenehm. Deswegen gehe ich einfach mal weg. Weil sonst kann vielleicht irgendwie Springer F4 kommen. Oh. Ja, wann spiele ich mein nächstes Turnier? Ich spiele jetzt ab nächster Woche geht's schon los. Die offene bayerische, nee, wie heißt es denn richtig? OIBM, offene internationale bayerische Meisterschaft. Genau. Mal gucken, wie das so läuft. Ich habe dieses Jahr irgendwie nicht so viel gespielt. Das war in den letzten Jahren irgendwie anders. Weiß nicht, mal gucken. Aber da spiele ich auf jeden Fall noch. Dann noch ein Turnier zu Weihnachten. Und nächstes Jahr geht es dann wieder richtig los. So zumindest der Plan. Bis dann trainiere ich fleißig und dann kriege ich in einem Rutsch ganz viel Elo und werde IM. Das ist der Masterplan. Mal gucken. Oh ja! Gerne Support nehme ich gerne, also immer gerne vorbeigucken. Nico ist auch mit dabei, könnt ihr uns beide anfeuern. Panther Chess, warum dich Gusti Professor Doktor nennt?
Du, das weiß ich nicht. Das hat er mir nicht verraten. Vielleicht fragst du ihn mal selber. Ach, Lover G5. Wenn ich mal kurz hier anmerken darf, ich hatte irgendwie gerade Angst. Das konnte ich jetzt natürlich nicht so kommentieren, weil du das ja dann gehört hättest. Aber was hätte ich denn auf Turm F8 gespielt? Dann hängt ja eigentlich schon der D4, oder? Je nachdem, ich muss ja eigentlich mit der Dame schlagen. Springer, ach, okay, nee, geht wahrscheinlich. Obwohl, wenn ich den jetzt fessle, dann habe ich ja noch Läufer E3. Also C3 funktioniert nicht, weil dann immer E5 geht. Und das ist hier, oh, ich kann ja hier Pfeile machen. Das ist ja ein Luxus. Genau, aber Läufer E3, dann ist die Dame ja eigentlich jetzt wieder gedeckt. Ich glaube, da hätte ich eingestellt. Oder du hast mehr gesehen als ich. TFP, wo die stattfindet. ich glaube in Bad Wiessee. Ja, eloquent. Ja, wir improvisieren heute. Das ist heute Banter auf eine etwas andere Art und Weise. Okay, aber es kam Läufer G5. Ich musste jetzt hier nur mal gerade kurz eine Variante einfügen. Das ist immerhin der Vorteil von diesem Modell jetzt hier. Wir haben Pfeile. Wir können hier live drin rumgurken. Also muss man auch alles mal positiv sehen. So, ich decke den jetzt mal lieber hier schnell, bevor ich den jetzt noch final einstelle. Ja, also nochmal für alle, die dazugekommen sind. Wir haben hier heute ein Brett, das ist auf meinem Desktop quasi und ich habe es euch hier einfach in die Präsi gebastelt. Das ist aber keine Partie, wo quasi direkt live drauf gespielt wird, sondern ich sehe im Chat, also ich habe mir immer einen Gegner rausgesucht. Ich spiele gerade gegen Typograf und füge seine Züge quasi immer ein, wenn ich sie im Chat lese. Genau. Ja, 177 Kilometer sind natürlich viel, aber da spielen ja auch noch neben uns noch ganz viele andere Leute mit, die bestimmt auch schachlich dann was zu bieten haben. Und natürlich geben wir wie immer alles und versuchen zu kämpfen und gute Partien zu spielen. Das mit dem Kämpfen klappt meistens, das mit den guten Partien, naja, geht so. Oh, und ob Jan Bundesliga am Wochenende spielt, du Pantaches, ich bin mit Jan hier noch nicht ganz so dicke. Also zumindest kenne ich da seinen Terminkalender nicht auswendig. Und ich vermute, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht verraten wollen, weil das ist ja mit der Vorbereitung auch immer so eine Sache. Das heißt, wenn ich dann hier mannschaftsinterne Geheimnisse ausplaudere, kriege ich vielleicht Stress mit. Wo spielt Jan Baden-Baden, ne? Genau. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ton ist weg. Aber Pupsi Blindfisch, was auch so ein witziger Name ist. Da muss ich mir auch noch einen Spitznamen ausdenken. Ach oh, Turm F7 kam. Meint auf jeden Fall, Ton ist gut. Jetzt wird hier ja vielleicht taktisch. Auf jeden Fall hängt der E7. Das kann ich so erstmal nicht auf mir sitzen lassen und schlage einfach mal raus. Jetzt hat Google Maps bei TFP alles gecrashed. Ah, ja. Heute ist aber auch der Wurm drin, ne?
Ach so, du kannst mich ja gar nicht hören. Vielleicht geht's ja gleich wieder. Ja, wahrscheinlich war dein PC not amused über die 200 Kilometer und hat sich gesagt, er streikt jetzt erstmal. So, die Fesselung ist hier etwas unangenehm. Damit die 6. Nee, besser damit C7, glaube ich. Der sieht harmonischer aus, weil nach Dame D6 ist mein D4 gefesselt, dann geht vielleicht sowas wie C3. Und hier baue ich nebenbei hier noch so eine mal einen potenziellen Abzug ein. Ja, ich kann ja mal überlegen, ob ich zufrieden bin mit meiner Stellung. Also eigentlich schon. Ich denke, Schwarz hat hier Ausgleich, vielleicht stehe ich sogar ein bisschen besser, aber natürlich ist die Partie noch total offen. Also hier ist noch lange nichts entschieden. Okay, anscheinend wird am Problem gearbeitet. Das ist gut. Wir haben noch eine Viertelstunde, um es zu fixen. Oh, in Straßburg war ich noch nicht. Deswegen kann ich dir da leider keine Tipps geben. Aber es ist bestimmt eine sehr schöne Stadt. Es gibt generell so viele schöne Städte. Also, da finde ich, kann man sich immer gar nicht so richtig entscheiden, wo man als nächstes hinfahren soll. Ich versuche das ja immer mit irgendwelchen Schachturnieren zu verbinden. Aber auch da gibt es viele, viele tolle Turniere und schöne Städte. Ach, C3. Trotzdem, obwohl ich schon extra aus der Fesselung rausgegangen bin, aber macht auch durchaus Sinn, den trotzdem zu spielen. So, Frage ist jetzt, ich habe verschiedene Kandidatenzüge. Läufer G4 gefällt mir eigentlich ganz gut. Springer C6 ist auch eine Option. Kann mich nicht entscheiden. Ach, ich mache Läufer G4. Ich habe mal gelernt, es sollen immer alle Figuren mitspielen. Und ich mache es dir jetzt quasi nach. Du hast auch erst meinen Springer gefesselt. Jetzt kriegst du das zurück. Oh, es geht wieder. Dann können wir vielleicht am Ende noch eine richtige Partie spielen, aber die machen wir hier noch zu Ende. TDL fragt, welche Sehenswürdigkeiten es in Braunschweig gibt. Ach naja, also die Innenstadt ist eigentlich schon ganz schön. Da gibt es so einen Dom und das Magni-Viertel ist jetzt vielleicht keine klassische Sehenswürdigkeit, aber halt einfach ganz nett. Und das Schloss, wo ein Einkaufszentrum drin ist. Ja, also ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht so richtig, was man so Sightseeing-mäßig hier machen könnte, aber ich finde, insgesamt fühle ich mich hier eigentlich ganz wohl. Ja, das ist doch cool. Dann können wir hier noch quasi die Partie fertig spielen und dann spielen wir noch eine normale. Dann haben wir nochmal einen vernünftigen Abschluss. Ne. Zuckerzwinger schlägt vor, dass er dort die Züge nochmal wiederholen. In Braunschweig gibt es auf jeden Fall hier Braunschweiger Mumme. Was das genau ist, bin ich zwar noch nicht so hintergestiegen. Also ihr merkt schon, ich bin keine eingeborene Braunschweigerin. Ne? Ich komme ja eigentlich aus Leipzig. Aber
Man kann sich an vielen Orten, finde ich, wohlfühlen. So, habe ich jetzt hier wieder einen Zug verpasst? Glaube nicht. Aber es ist auch gar nicht so einfach, die Stellung. Gibt hier doch so ein paar Sachen, die man rechnen muss und auch mehrere Optionen. Oh ja, Heidelberg finde ich auch schön. Das kann ich auch. Ich habe in Mannheim studiert und Mannheim fand ich jetzt nicht so attraktiv, aber Heidelberg dafür umso schöner. Ist halt mega teuer, da zu wohnen, aber das Problem hat man inzwischen in den meisten Städten. Ah, Turm C1. Turm C1. Ja, das ist ja gar nicht mal so blöd. Was mache ich denn jetzt vor lauter Schreck? Dann ziehe ich doch meinen Springer weg. Yeah. Pantages hat in Heidelberg studiert. Aha. Also ich war da von 2010 bis 2013, habe ich meinen Bachelor in Mannheim gemacht. Genau, und dann war ich für einen Master, war ich dann in Groningen. Das war auch ganz cool. Ist auch eine sehr schöne Stadt, wie ich finde. Generell Niederlande mag ich eigentlich ganz gern. Ach, es gibt so viele schöne Flecke auf der Erde. Oh, nee, jetzt geht es anscheinend schon wieder nicht. Aber gut, wir sind ja hier eh noch. Ja, Cobra, ich bin hier noch in einer Partie. Deswegen kann ich jetzt nicht parallel noch was anderes anfangen. Läufer D5, ja, den habe ich auch erwartet. So, dann spiele ich doch mal Dame B6. Und gucke mal, was du machst. Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's los. Jetzt wird hier in irgendeinem. Okay, ich versuche das mal vorzulesen. Das ist bestimmt für euch sehr amüsant. Kumst amoi af Rengspoach Ove Melli. Ich glaube, das war mega falsch, wie ich das ausgesprochen habe. Und ich weiß auch nicht genau, was es heißen soll. Ob ich mal nach Regensburg komme? Vielleicht. Ne. Ah, was ich arbeite, also ich habe Psychologie studiert, habe mich im Master dann auf Arbeits- und Organisationspsychologie spezialisiert und bin jetzt in der Personalabteilung, mache also Recruiting und Personalentwicklung und das macht sehr viel Spaß. Bei einem IT-Dienstleister in Braunschweig. Ne. Ja, während der Uni-Zeiten habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Schach gemacht, weil ich so eine Streberin war. Und Psychologie ist ja auch ein Fach, wo man immer sehr viel lernen kann und irgendwie auch sollte, was ich auch getan habe. Deswegen eigentlich ist für mich jetzt so das Arbeitsleben optimal fürs Schachspielen, weil ich dann halt irgendwann Feierabend habe, ne? Und mich dann zum Beispiel hier wie heute jetzt mit euch dem Schach zu widmen.
Aber ja, meiner Elo-Zahl hat es trotzdem noch nicht so geholfen. Was soll man machen, ne? Kommt vielleicht noch. So, ich traue mich. Muss nur ein bisschen gucken hier mit meiner Grundreihe. Aber das sollte eigentlich alles funktionieren. Ja, wieso ich in Mannheim studiert habe, ja, gute Frage. Also, ja, nach dem Abi habe ich mich halt an verschiedenen Unis beworben und dann hatte ich so ein Luxusproblem, dass ich es mir quasi aussuchen konnte. Und Mannheim war erstens von der Ausrichtung her nicht so klinisch orientiert. Also Psychologie kann man halt entweder so in die klinische Richtung gehen, zum Beispiel Heidelberg ist da sehr, ja, klinisch. Oder eben so eher methodisch, also da hat man sehr viel Statistik beispielsweise und das war in Mannheim halt sehr stark vertreten. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe eher in die methodische Richtung. Und in Mannheim gab es ein Sportstipendium, wo wir als Schachspieler auch mit berücksichtigt wurden, was auch ganz cool war. Ja, Bauernwalze, dich haben wir ja in Hessen getroffen. Oder? War das in Hessen? Irgendwo haben wir uns gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr wo. Dabei ist es noch gar nicht so lange her. Uiuiui. Spielt denn jemand von euch eigentlich auch jetzt hier die Bayerische mit? Sieht man da jemanden von euch? Okay, Turm C2 gespielt. Okay, dann gehe ich weg. Also inzwischen bin ich eigentlich ganz happy mit meiner Stellung hier, meinen Bauern schon mal mehr. Und ich finde, dass die weißen Figuren etwas unkoordiniert stehen. Also mit dem Springer auf E2, der da so gefesselt ist, der Turm auf C2 hat auch eher eine deckende Funktion. Die Dame auf D1 kann sich auch nicht so wirklich bewegen. Also so langsam gefällt mir meine Stellung ganz gut. Ja, ist eigentlich, ich finde das super spannend, auch von euch zu erfahren, was ihr so macht, was ihr studiert, was ihr arbeitet, wo ihr herkommt. Weil die meisten von euch sieht man ja dann doch häufiger hier beim Banter oder auch bei der Lernstunde. Und so über die Jahre, also wir machen das ja jetzt schon, na, was heißt schon, aber ein Jahr mit diesen Live-Shows, etwas über ein Jahr. Und ich finde das total cool, dass man euch dann auch ein bisschen mehr kennenlernt und immer natürlich auch wieder neue Gesichter dabei sind, aber eben auch die, die man regelmäßig so im Chat liest. Das gefällt mir ganz gut. Oh, war die Frage an mich, dass ich hier die magische Elo von 2,5 knacke? Also ich bin erstmal froh, wenn ich die 2,4 schaffe. Das ist erstmal so mein nächstes Ziel. Und dann mal weiterschauen. Also 2,5, da müsste ich, glaube ich, schon echt viel Zeit noch rein investieren, wenn ich es überhaupt schaffe. Ich meine, Elisabeth Peetz, ne, ist die stärkste deutsche Spielerin und macht das profimäßig und ist bestimmt auch nicht untalentiert. Und sie hat es zwischenzeitlich mal kurz geschafft, über die 2,5 zu kommen, aber ist jetzt auch wieder davon entfernt. Also ich glaube, das ist echt schon kein Selbstläufer.
Ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht wieder verpasst. Typograf. Ah ne, Ton C2 war das letzte. Den habe ich ausgeführt. Zugerzwinger bringt es perfekt auf den Punkt. Die Frage war, gegen wen ich spiele, in welchem Modus. Und Zugerzwinger sagt, gegen Typograf mit dem Modus technischer Defektersatzpartie. Ja, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Also vielleicht war die 2-5er-Frage auch gar nicht an mich gerichtet. Aber 2000 als Ziel ist doch auch ein gutes Ziel. Wenn man das geschafft hat, kann man auf jeden Fall schon mal stolz auf sich sein. Also man kann auch bei anderen Etappenzielen stolz auf sich sein. Das ist ja auch immer eine Frage, ne? Wie hoch hat man die Prioritäten gesetzt, also wie viel Zeit investiert man in Training und so. Und es kann ja auch schon ein super großer Erfolg sein, wenn man 1600 beispielsweise schafft, wenn man eben gar nicht so viel Zeit für Schach übrig hat. Schlägt E4. Ich gehe mal davon aus. Nee, schlägt E4? Schlägt D4 meinst du wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke mal, du machst C schlägt D4. Ansonsten schreib nochmal, dann korrigieren wir das nochmal. Ja, also die Elo-Zahl hier bei Chess24 kann man nur bedingt mit der reellen vergleichen. Weil die doch schon auch je nachdem, wie viel man spielt und so, sehr unterschiedlich ist. Oh, jetzt kann ich mich hier gar nicht entscheiden. Sieht alles gut aus. Mit dem Bauern schlagen sieht gut aus. Mit dem Springer schlagen sieht gut aus. Okay, wenn ich mit dem Springer schlage, schlägst du vielleicht mit dem Springer. Dann schlage ich hier deine Dame. Schlägst du hier, schlage ich dort. Habe ich einen Turm mehr? Ach nee, keinen ganzen Turm, eine Qualität. Dann hängt noch der B7. Ja, das sollte eigentlich reichen. Aber Springer B4 zum Beispiel sieht auch gut aus. E schlägt D sieht auch gut aus. Danach droht ja D3. Wie willst du das denn verhindern? Das gefällt mir. Dann ist nicht so einfach zu vereinfachen. Ja, ob die Ratings hier steigen, kann man gar nicht so sagen. Also ich meine, ich hab hier eine Elo von 2,2. In Realität habe ich etwas mehr, wobei man sagen muss, dass hier ja auch eine Blitzzahl ist, ne? Und im Blitzen bin ich generell nicht so super. Aber es gibt hier ja auch viele 2,7er, die in Realität eben keine 2,7 haben. Von daher kann schon sein, dass es etwas höher ist. Die Frage, ob ich viel Sport mache oder generell, ob ich Sport mache, ja. Tatsächlich bin ich letzte Woche einen Halbmarathon gelaufen in Amsterdam. Das war so ein Ziel, was ich mir immer mal vorgenommen hatte, was ich mir jetzt quasi erfüllt habe. Und auch sonst mache ich schon sehr viel Sport. Also ich fahre sehr, sehr viel Fahrrad, immer zur Arbeit, wieder zurück. Ich gehe oft laufen. Ich gehe zum Boxen. Ja, also da bin ich schon recht aktiv, was ich auch wichtig finde. Also ich merke das auch, wenn ich viel Sport gemacht habe, also jetzt so körperlichen Sport, dann bilde ich mir zumindest ein, dass sich das auch positiv auf meine schachliche Leistung auswirkt und ich dann beim Turnier zum Beispiel auch mehr Ausdauer habe oder auch auf einzelne Partien geschaut, wohingegen, wenn ich dann länger vielleicht doch mal nicht so viel gemacht habe, dass ich das dann auch merke. Turm D2 gespielt. Ja, der war natürlich gut.
Wahrscheinlich auch notwendig, aber auf jeden Fall auch. Boah, das muss hier eigentlich vorbei sein. Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, das muss jetzt hier irgendwie gewonnen sein, aber man sieht nicht direkt wie? Und ich will ja jetzt hier auch einigermaßen schnell spielen. Damit sich die Partie nicht über eine ganze Stunde erstreckt. Ja, das findet ihr witzig, ne? Boxen. Okay, warte mal hier. Okay, eure Fragen. Also, Bauernwelt fragt, welche Zeit ich gelaufen bin. Also, ich bin den Halbmarathon in 2 Stunden 4 gelaufen. War okay. Ich hatte mir eigentlich als Ziel gesetzt, unter 2 Stunden zu schaffen. Aber ich habe das etwas unterschätzt, dass das ja nicht das Gleiche ist, wie einsam und allein im Wald laufen zu gehen, sondern dass man da ja echt mit, also der Amsterdamer Marathon ist halt auch ein echt großer. Da waren irgendwie, weiß ich jetzt nicht, wie viele im Halbmarathon gestartet sind, aber ich hatte schon allein die Startnummer 42.000. Also da waren relativ viele unterwegs und das ist dann halt schon nochmal extra eine Herausforderung, wenn man da entsprechend sich dann irgendwie einen Weg durchschlängeln muss. Also von daher bin ich da zufrieden und es ging mir auch hauptsächlich darum, halt mitgelaufen zu sein. Und Boxen, das mache ich tatsächlich nicht im Wettkampf, sondern nur im Fitnessstudio quasi. Da gibt es so eine Boxgruppe und da gehe ich einmal die Woche hin und da machen wir halt erstmal so jede Menge Krafttraining und dann halt Sparring, aber keine Wettkämpfe. Da habe ich ein bisschen zu sehr Angst um meine Nase. Ja, Schachboxen wäre natürlich cool, aber da muss man auch erstmal 50 Kämpfe gemacht haben, bevor man Schachboxen kann. Und mal gucken. Ach, Springer schlägt D4. Jetzt geht das. Ach Mist, jetzt habe ich hier nicht aufgepasst, oder was? Hast du mich jetzt hier reingelegt, ja? Das nervt mich jetzt, ja. Obwohl, ich kann ja Läufer schlägt D4 spielen. Ach so, und dann Turm schlägt D4 und dann droht Läufer F6 matt. Wie mies ist das denn? Oh, aber das muss doch jetzt hier irgendwie, das sieht alles so aus, als ob das nicht richtig zusammenhält. Aber vielleicht reicht es. Oh, Springer schlägt D4. War, glaube ich, gut. Ich habe mir jetzt nicht die Zeit genommen, das ganz tief durchzurechnen. Wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir hier nicht komplett überziehen, aber. So, warte. Oh, ihr habt hier was geschrieben. Okay. Läufer schlägt D4. Chuck schreibt, Mist, sie hat's gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht genau was. Wahrscheinlich das Matt auf F6. So, ich würde mal sagen, wir spielen noch bis 40. Und dann haben wir schon etwas überzogen. Und dann schätzt mal die Partie ab. Weil irgendwann müssen wir auch ins Bett, also ich zumindest.
Aber auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen, eine sehr spannende Partie. Ich überlege mal, was man hier rechnen könnte. Okay, also das F1-Feld ist natürlich kritisch. Aber ansonsten. Ja, TDL, ich muss in die Hayal, ich stehe morgen um 6 auf und brauche meinen Schönheitsschlaf. Deswegen bin ich eigentlich immer um 6 im Bett. Um 6. Um 10. ja, aber das passt schon, mal ein bisschen länger zu machen. So, Springer F3. Typograf, ich würde dir mal Remis bieten. Ich weiß, man sollte zuerst einen Zug machen. Ich mache das jetzt aber trotzdem mal, während ich hier noch nachdenke. Vielleicht nimmst du es ja trotzdem schon an. An Betracht der Zeit. Und das, ich glaube, die Stellung ist jetzt auch gar nicht mehr so klar. Also vorhin war ich mir sicher, dass ich deutlich besser stehe, wahrscheinlich auch schon auf Gewinn und wahrscheinlich wäre auch schon direkt taktisch was für mich gegangen. Aber jetzt die Stellung, jetzt hast du auch ganz schöne Drohungen, also auf D8 beispielsweise. Ja, vielleicht muss ich irgendwie sowas wie H6 machen, dass ich da mal dem potenziellen Grund, Linienmatt entgehe. Turm F8 sieht vielleicht auch ganz gut aus, den mache ich mal noch. Dann kannst du, oh, ach ja, du hast schon angenommen. Also ich würde hier wahrscheinlich Turm F8 spielen, denke ich mal, der sieht ganz gut aus. Hier quasi nochmal fesseln. Aber pff, da stand ich schon mal deutlich besser, ne? Also Springer schlägt D4 war, glaube ich, echt ziemlich gut. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall noch eine Stellung, die man natürlich noch weiterspielen kann. Aber ist ja schon spät. Und deswegen denke ich, ist Remis hier ein gutes Ergebnis. Ja, okay, zumindest einer freut sich. Das ist doch schön. Ich versuche hier nochmal Großbild zu machen. Ja, also vielen Dank an euch, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr hier gemeinsam mit mir heute improvisiert habt, dass wir da das Beste draus gemacht haben. Ich meine, technische Probleme kann immer mal passieren, ne? Aber ich denke, wir haben trotzdem ein bisschen Spaß gehabt, haben insgesamt ja jetzt nur, na gut, 2,5 Partien gespielt. Aber ja, muss auch mal sein. Da hatten wir jetzt eine quasi fast eine Normalschachpartie hier. Ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Ist ja quasi nur noch morgen, Freitag. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, schon wieder am Wochenende zum Bantern. Genau, ansonsten am Montag zur Lernstunde. Und bis dahin, macht's gut und bis bald.